Alter, what the fuck, was geht hier ab? Alter, der fährt total bescheuert. Warte mal. Nochmal richtig anfahren üben. So. Jetzt stehen wir an der Ampel. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD FR. Diesmal wieder in Los Berlinos. Und ja, wir haben hier wieder unseren wunderschönen Ford. Was ist das für ein Ford? Ford steht hier nicht. Ja, der neue Ford steht hier nicht. Ne, keine Ahnung. Mit dem fahren wir jetzt hier auf Streife in Los Berlinos. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an und lassen erstmal alle vorbeifahren, die vorbei müssen. Oh ne, der lässt uns vorbei, perfekt. Freundlich. Ich wollte was sagen. Noch was wollte ich sagen. Man fängt schon wieder super an. Und wir haben rot. Ist aber nicht gut. Aber passt eh. Genau. Ich habe hier vor. Hat er gerade den geschrammt? Egal. Ich habe hier gefragt, wie das Umland heißen soll. Und irgendwie hat mir keiner eurer Vorschläge gefallen. Es tut mir leid. Und deswegen, weiß ich nicht. Ne, aber wir gucken einfach, dass wir da nicht hinkommen. Dann hat sich das Problem eh erledigt. Ansonsten ist das halt Frankreich. Was weiß ich. Oder, aber Österreich ist so ähnlich wie Deutschland. Von den Polizisten her. Weil Frankreich eigentlich auch. Macht keinen Sinn. Muss eigentlich was Erfundenes sein. Egal, darum kümmern wir uns jetzt nicht. Weil das ist scheinbar ein bisschen schwieriger als gedacht. Was ich aussagen sollte. Ist, dass ich ja gestern, beziehungsweise zu meiner Zeit noch heute, die Emergency 5-Folge veröffentlicht habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist krass, wie das bei euch ankam. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das Video gehatet wird. Also wurde es ja auch ein bisschen, ich glaube 3 Dislikes oder so, aber das passt. Zu 13 Likes ist das, also zum jetzigen Stand, es haben jetzt irgendwie 22 Uhr am Sonntagabend oder so. Ich weiß es gar nicht, kann mal kurz gucken. Ah, 22.40 Uhr, okay. Ne, auf jeden Fall. Jetzt den Faden verloren. Aber wird's mal grün hier? Ja, der macht. Ach, guck mal, es wird grün. Ja, müssen wir uns nicht darum kümmern. So. Ne, auf jeden Fall hat mich das ziemlich gefreut. Und ich denke, ich werde mehr machen. Allerdings in Emergency 4 dann. Und nicht im fünften Teil. Weil der fünfte ist halt nicht so nice wie der vierte. Das ist halt einfach so. Oh, komm, wir fahren mal rechts, oder? Fahren mal hier rüber. Ne, da machst du nichts. Der vierte ist einfach besser als der fünfte. Ist ja auch nicht schlimm oder so, ist es halt einfach so. Und da kann ich auch besser modden. Im fünften Teil habe ich damit null Erfahrung und im vierten Teil spiele ich schon seit. Seitdem der rausgekommen ist. Und ja, aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier mein GTA-Zeug. Alles klar, der wird rausgezogen. Den ziehe ich jetzt, also der hat's ja provoziert, ja. Der ist vorbeigefahren über eine rote Ampel. Ja, das geht gar nicht. Hallo. Ich hätte mal gerne Ihren Ausweis. Wie heißen Sie denn? Ich muss mal eben überprüfen. Alexander Carter. Mein Gott, was für Namen das hier sind, das ist egal. Alexander Carter, haben Sie... Sagt der Dispatch da was? Dispatch. Habe ich das nicht eingegeben? Also habe ich das nicht bestätigt? Alexander Carter? Oder habe ich den falschen Namen eingegeben? Ah, nee. Suspect wanted by RSPD. Alles klar. Das heißt, wir schließen erstmal und dann... wird uns hier nicht rein. Wobei, eigentlich ist es unrealistisch. Aber egal. Steigen Sie mal aus. Wenn Sie das Netz sind. Okay, perfekt. Ich durchsuche sie einmal. Ja, ungefähr hier. Aber okay, sie haben nichts dabei. Aber sie sind trotzdem festgenommen, weil sie werden gesucht. Das ist super. So. Den hole ich einen Transporter und ihre Karre können sie sich dann irgendwo abholen, ja? Wenn sie wieder aus dem Gefängnis rauskommen. Dann wollen sie die Karre bestimmt noch haben. Nein. Nein. Ey. Nicht das Auto klauen. Geh mal weg, ja. Muss weiter weg, damit es nämlich abgeschlossen. Ah, guck mal, da kommen schon die Kollegen. Perfekt. Ich weiß nicht, wieso die meine Karre klauen wollen. Das geht bei mir nicht in den Kopf.
Habe ich das abgeschluckt? Ja, da hinten kommt er. Perfekt. Okay. Dann fahren wir mal weiter. Ja, hupen sie mal nicht so rum. So. Dann fahren wir mal weiter und gucken mal, was wir sonst noch so an Straftaten haben. Aber erstmal stehen wir wieder. Aber da fällt einem zumindest ein bisschen was auf, wenn man an der roten Ampel mal stehen bleibt in GTA. Luxury. Hier eine Autoklaue. Nein, darf ich nicht machen. Ich vergesse es immer. Es tut mir leid. Ich darf nicht dieses Gehupe da machen. Das macht man halt nicht. Alter, der ist aber verdammt schnell. Okay, wir sollten vielleicht mal ein bisschen einen Zahn zulegen. Boah, der ist verdammt schnell. Oh Gott. Oh Gott. Ein Unfall. Aber doch, das, den melden wir nicht. Unsere Kollegen sind uns egal. So, hier, ja, guck mal, dann haben wir ihn das schon. So, wir probieren jetzt was. Haben wir einen Kollegen? Ich glaube nicht. Holen wir uns mal zwei Kollegen. Nicht mich rammen. Alter. Die rammen mich die ganze Zeit, das ist auch scheiße. Ist er weg hier? Jetzt müssen wir ihn wieder einfangen. Ja, wobei der bleibt eh. Der fährt irgendwie eh nach Verkehrsregeln, so halb. Lol, der hat einen Unfall gemacht. Komm, er ist umzingelt. Komm. Komm. Nein. Scheiße, okay, wir müssen mehr da verfolgen. Okay, wir lassen den hier noch vorbei. Ja, wobei, okay, dann fahren wir halt. Fährt er rechts? Fährt er rechts? Fährt er rechts? Ne, er fährt links. Okay. Ah, darf ich nicht machen. Lol, what the fuck? Was passiert hier? Alter, what the fuck? Egal. Weiter geht's. So, wir überholen einmal. Oh, Lol, der hat sich halbwegs ergeben. So, komm. Ich weiß nicht, ob das jetzt roleplay-mäßig korrekt war, aber wir haben es einfach mal gemacht. By the way, ich muss mir noch die Waffe geben. Wir vergessen jetzt, bevor ich aufgenommen habe, muss ich mir die Glock geben. So, der nimmt die fest, oder? Gott, die Karre brennt. Warte mal, haben wir einen Feuerlöscher dabei? Wir haben keinen Feuerlöscher dabei. Haben wir einen im Kofferraum? Haben wir einen Feuerlöscher im Kofferraum? Weil das ist scheiße, die Karre brennt. Ne, haben wir auch nicht. Okay. Ist aber scheiße. Ja, ich glaube, es wird eh aufzubrennen. Der Feuerwehr können wir jetzt nicht rufen, das ist blöd. Beziehungsweise eigentlich, um es uns roleplay-mäßig korrekt zu machen, müssen wir eigentlich schon die Feuerwehr rufen. Hol mal kurz die Feuerwehr. Wie kann ich denn hier... Kann ich denn wählen, so? Ah, perfekt. Hast du eh schon erledigt. Ja, aber trotzdem, die sollen sich mal drum kümmern. Feuerwehr. Okay, so, perfekt. Dann kümmern sie sich nämlich hier drum und für den hier mir meinen Transporter. Oh, das geht jetzt nicht mehr. Okay, dann müssen wir sie persönlich dahin fahren. Steigen, dann kommen sie mal hoch. Warte mal, machen wir mit der Taschenlampe. So. Hallo, kann ich es irgendwie aufnehmen? Okay, das geht nicht. Perfekt. Also überhaupt nicht. Ah, jetzt verfolgt er uns, oder? Lol. Ey, bleiben Sie mal stehen. Oder gehen Sie mal weg hier. Nicht mich schlagen. Okay. Steigt der bei uns jetzt ein oder wird er mitgenommen? Der wird mitgenommen, perfekt. Da vorne kommt auch schon die Feuerwehr. Das ist gut. So. Stehen wir hier schon wieder an der Ampel. Alter, what the fuck, was geht hier ab? Alter, der fährt total bescheuert. Warte mal. Nochmal richtig anfahren üben. So. Jetzt stehen wir an der Ampel. Davor war das eine Fake-Ampel stehen, ja, aber jetzt stehen wir richtig an der Ampel. Ich finde es auch so geil, was hier, ne? Wie schnell das Ding reagiert. Finde ich irgendwie cool. Oh, wir haben grün, okay. Also, wir mal keine Faxen mit der Karre machen, sondern damit irgendwie was Sinnvolles. Hallo, wir haben grün. Okay, komm. Bei solchen Fällen fahren wir mal außen rum, weil das ist einfach, ne? GTA ist halt nicht dazu gedacht, um an Ampeln stehen zu bleiben. Oh, das war jetzt aber ein Fehler von mir. Egal. Pursuit in Progress. Wir haben Verfolgungsjagd. Wir dürfen hier durch.
So. Achso, da vorne ist schon ein Kollege dran, okay. Das heißt, wir müssen uns nicht mal so arg beeilen, aber wir sollten trotzdem zügig fahren. Boah, wobei, der fährt aber auch ganz schön zügig. Dann fahren wir mal lieber eine Stufe mehr als zügig. Der fährt auf den Great Ocean Highway, ist das, glaube ich. Oh Gott, Alter, der fährt verdammt schnell. Und unser Kollege hat einen kleinen Unfall gemacht. Oh, what the fuck. Okay. Ich habe gerade überhaupt nicht auf die Straße geachtet. Ich dachte, da geht's geradeaus durch. Ich dachte, der Typ wäre einfach rechts an die Wand hochgefahren, deswegen. Oh Gott. Egal. Alter, der fährt so langsam. Holen wir uns jetzt einen dazu. Und dann von vorne und wir von hinten. Und dann müsste das ja wohl klappen, oder? Hallo, steigen Sie bitte aus. Wir sind von der deutschen Polizei. Ah! Nein, nein, nicht mich umfahren. Okay. Das hat aber nicht geklappt. Das heißt, theoretisch dürften wir doch jetzt schießen, oder? Theoretisch? Theoretisch dürfen wir doch jetzt schießen. Ist der LKW auch gesucht, oder was? Ne, der LKW zählt nicht. Der hat ja nichts gemacht. Der da vorne zählt. So, wir fahren hier mal. Oh Gott. Okay, warte mal. Wir fahren. Fährt denn der lang, Alter? Oh Gott. Oh Gott, was mache ich? Okay. Ich bin voll bescheuert gerade. Komm, jetzt nehmen wir von Bremse denn von vorne aus hier. So. Hallo, steigen Sie bitte aus. Ah, oh. Ey. Scheiße. Okay, verfolgt mal weiter. Was mir auffällt, das Spiel stürzt nur im amerikanischen Setting oft ab. In Deutschland passiert irgendwie. Ja, fährt er einmal mal einen Passanten um. Oh Gott, das tut mir leid. Scheiße. Warum? Ja, so. Nein, darf ich nicht machen. Verdammt, ich vergesse. Ich werde es wohl auch nie lernen. Zumindest nicht, wenn ich nebenher noch amerikanisches Setting habe. So, oh Gott. Alter, what the fuck. Der drückt uns voll weg. Keine Chance, Alter. What the fuck. Der rammt jetzt aber ein bisschen. Ich spiele jetzt hier ein bisschen Boxauto. So, komm. Aussteigen. Die sind festgenommen, weil sie geflüchtet sind. Haben die Kollegen? Okay, perfekt. Hast schon eben weggefahren. So, für dich um den Transporter. Boah, wie der aussieht, Alter. Was für ein Blick der hat. Alter. Ja, würde ich aber auch flüchten, ey. Okay, die Karre hier schleppen wir ab. Tow Truck, so. Gut, der Kollege, jetzt beruhigen Sie sich. Alter, what the fuck? Wie die eine gerade Jesus gesagt hat, so. Ey, nein, nein, nein. Ey, nicht die Karre klauen. Nein. Ey, nein, 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 nein. Ah! Nein, nein, nein. Ey, nein, stehen bleib. Der flüchtet mit unserer Karre. Okay, wir brauchen. Das wäre aber nicht. Das ist aber nicht Roleplay-mäßig. Ja, so schnell ist er um Polizeiauto ärmer. Entschuldigung. Brauch mal kurz ihre Karre. Nehmen Sie mal bitte aus. Dann halt ihre Karre. Perfekt. Ich muss mein Auto irgendwie wieder verfolgen. Was, glaube ich, eh weg ist jetzt, oder? Ja, keine Ahnung, wo der hingefahren ist. Ah! What the fuck? Was war das denn? Alter, what the fuck? Ich wurde aus der Windschutzscheibe rausgeschleudert und bin dann auf der Motorhaube gelandet. Gut, so schnell wird mein Auto los. Ja, das ist mir ein bisschen unangenehm zu sagen, aber wir haben kein Auto mehr. Dann machen wir jetzt halt Fußstreife, mein Gott. Und halt, bleiben Sie mal stehen. Oh. Okay, machen wir doch keine Fußstreife mehr. Es tut mir leid. Okay, ich glaube, wir dürfen uns in dem Fall einfach ein neues Auto holen, oder? Machen wir kurz. Das machen wir kurz. Vehicle Emergency, so, wir gehen fort. Und dann fahren wir kurz mal weiter. Das war jetzt echt crazy. Das war jetzt verdammt crazy. Aber gut, da machst du nix. Public Disturbance. Also jemand, der die Öffentlichkeit stört, quasi.
der Unsinn in der Öffentlichkeit veranstaltet. Wie kommen wir denn da rein? Oh Gott, okay, wir fahren gerade total falsch. Tut mir leid. Es geht hier rein. Wir müssen eigentlich hier einparken jetzt, oder? Auf dem Golfgelände werden wir sicherlich nicht mit der Karre fahren dürfen. Das heißt, wir safen kurz die Karre, dass sie nicht despawnt. Wir steigen aus. Und Tür zu. Ey, Tür zu machen. So. Und checken das mal ab. Ah, warte, hier geht's rein. So, das ist doch gleich da vorne. Das heißt, da brauchen wir nicht mal ein Golfauto oder so. Ist einfach nur... Okay. Es ist ein Typ von der Epsilon-Gruppe, der dämlich ist, glaube ich. Warte mal, kann ich sie... Ja, das ist ja schön. So. Guten Tag, ich hätte mir gerne den Ausweis und vor allem hätte ich gerne eine Erklärung, warum sie so dämlich rumstehen. Cornelius Porter. Okay. Ein Skydiving-Ticket haben wir gefunden. Gut, aber alles in Ordnung. Aber ich hätte jetzt gerne einen Drogentest gemacht, das können wir aber hier nicht machen. Deswegen würde ich einfach sagen, dass sie hier sich, dass sie hier sich jetzt entfernen, ne? Oder muss ich den festnehmen? Muss ich den, glaube ich, festnehmen? Ja, okay, dann sind sie halt festgenommen. Ja, so schnell geht das. Ich muss ihn mitnehmen. Das tut mir sogar tatsächlich ein bisschen leid. Aber ist halt so. Dann laufen wir auch kurz hier nach vorne. Nicht, dass hier der schöne Rasen beschmutzt wird mit Autoreifen. Kommt der? Ja, der kommt eher. Kommt eher so halb. Ja, braucht 5 Stunden. Guck mal, wie der hier einen Golfschläger in der Hand hat, ey. Weiß eigentlich, wenn ich ihn einsammle. Lol, den habe ich tatsächlich mitgenommen jetzt. Ich habe den Golfschläger abgezogen. Es tut mir voll leid, ich könnte ihn wieder haben. Na gut, spielen wir halt in der Freizeit ein bisschen Golf. So, komm, hoch. Sie kommen mal, oder warte mal, sie kommen mal hier mit auf die Straße. Dann holen wir hier jetzt jemanden für sie. So. Roger. Er hat aber auch so ein komisches Gesicht, auch so bleich und blass und irgendwie... Nicht so glücklich. Wobei, ich glaube, ich wäre auch nicht glücklich, wenn ich ihn anstellen wäre. Er hat nicht mal anstellen, aber er hat die Hände nach hinten. Das ist okay. Das zählt auch bei der Polizei. Wenn man keine Handschellen mehr hat, kann man einfach sagen, er soll die Hände nach hinten machen. Das passt dann schon. So, ach, der verfolgt mich jetzt noch. Okay, dann müssen wir warten, bis der mitgenommen wurde. Mein Gott, das zieht sich hier aber auch. Jetzt macht er wieder hinten auf. Okay, ich dachte, der wäre vielleicht schon bereit. Ich glaube, der Kollege findet das hier nicht, dass wir im Golfing Society sind. Ah, okay. Oder so. So, okay. Oh, lassen Sie mich bitte durchfahren kurz. Oh, ja, okay. Jetzt haben wir... Okay, egal. So, wir gehen wieder auf die Straße. Am Driver, bewaffneter Driver, Fahrer, whatever. Okay. Das checken wir auf jeden Fall aus. Das ist da vorne, der fährt verdammt schnell. Okay, das heißt, wir sollten uns vielleicht ein bisschen ins Zeug legen. Aber jetzt haben wir ihn auch, okay. Der ist bewaffnet. Das heißt, wir können ihn nicht einfach so stoppen. Das heißt, wir brauchen ein paar Kollegen dazu. Ist das der hier? Der Crown Victoria? Ja, das ist der, oder? Ja. Okay. Boah, dann ist genatzt. Die Frage ist, er ist bewaffnet. So, komm. Ey, okay, scheiße. Das war ein jämmerlicher Versuch, ich geb's ja zu. Komm. Scheiße, da kann sich noch bewegen. Oh. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt einklemmen, aber das geht leider nicht. Naja, dass er bewaffnet ist, müssen wir aber auch echt ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt, ich fahre dem jetzt ein bisschen die Vorderreifen hier kaputt. Damit der zum Stehenbleiben gezwungen wird. Oh Gott, der fährt einfach mal über Rot, okay. Okay, das war, glaube ich, gar nicht mal so scheiße.
Alter, what the fuck, der fährt verdammt raffiniert. Der täuscht doch immer an. Komm. Okay. Wir gehen einmal in Deckung. Ja, okay. Alles klar. Stehen bleiben. Oh, da hat sich der Ding, glaube ich, fest, oder? Okay, vergiss es. Alles klar, den musst du mir töten. Oh Gott, okay. Gut, da kommen schon die Kollegen. Wir mussten ihn töten. Ihr habt selber gesehen, es gab keine andere Möglichkeit. Wir holen für den Jungen mal einen EMS, wobei alle Schüsse in die Brust gehen. Oder zumindest in den Brustbereich. Also ich glaube nicht, dass da noch was zu machen ist. Boah, wie die Karre am Arsch ist, Alter. Da werde ich aber auch hier, ne? Dann gebt euch das, wie die hier eingedrückt wurde. Ist gut. So, da kommt schon die Rettung und wir durchsuchen mal das Auto, glaube ich. Haben wir da irgendwas? Ein Blender, ja, wow. Das haben wir im Kofferraum, ist doch sicherlich was, oder? Irgendwas Verbotenes. Ja, a mass amount of painkillers. Ja, ich wusste es, ja. Schmerztabletten sind halt illegal. Haben wir was? Ein Rucksack, toll. Motorhaube kommen wir gerade schlecht dran. Okay, dann machen wir Motorhaube auf dem Präsidium. Wir schleppen jetzt aber erstmal ab. A tough one, oh, das sieht aber nicht gut. They're gone, okay. Dann holen wir jetzt einen Corona-Service. Oh Leute, das wollte ich eigentlich gar nicht. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir machen mal. Beruhigen Sie sich jetzt bitte. Ich würde sagen, wir machen dann mal für heute Schluss. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder im amerikanischen Setting. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.